Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Die Location gab es noch nie. Ich bin endlich nach Bergedorf gezogen, beziehungsweise ja, in die Umgebung von Bergedorf. 10 Minuten entfernt und darf euch recht herzlich aus meiner neuen Küche begrüßen. Ist nicht die schönste, ist ein bisschen oldschool. Man hat sogar noch Fliesen an der Wand, aber sie erfüllt ihren vollen Zweck. Ich habe einen richtig, richtig geilen Kühlschrank und das macht mich happy. Ich bin jetzt seit, heute ist Mittwoch, seit Samstag hier. Seit gestern, würde ich behaupten, habe ich meine volle Routine wieder drin. Das bedeutet, alle Mahlzeiten waren gestern das erste Mal drin, alle Subs etc. Und ja, das wollen wir natürlich so weiter beibehalten. Deswegen dachte ich mir, dass wir ab heute auch einen Vlog starten können. Heute stehen Unmengen an Dingen an. Und ich habe heute auch vor allem mein altes Gewicht wieder gehabt, 132 Kilo. Gestern 7200 Kalorien gefressen an dem Rest Day. Das ist natürlich asozial, aber notwendig. Und jetzt packe ich mir hier meine einzelnen Subs raus. Ich muss die noch portionieren im Subnizer, aber dazu kam ich jetzt aktuell noch nicht, weil ja, wie gesagt, hier muss noch einiges gemacht werden. Dementsprechend bleiben solche unnötigen Dinge erstmal links liegen. Nichtsdestotrotz werden alle Supplements genommen. Ihr kennt den Substack bei mir eigentlich schon. Ich bin immer 3 Kapseln Kidney Plus morgens für meine Nierengesundheit. Ja, dann auch HEPA Plus. Ich teste manchmal so rum. Ich kann nicht immer alle meine Morning Subs auf nüchternen Magen nehmen. Manchmal habe ich Magenprobleme. Aber jetzt aktuell geht es ziemlich, ziemlich gut. Ich zeige euch auch gleich warum. Ich habe jetzt noch nichts getrunken. Das war vielleicht ein Fehler. Eigentlich trinke ich direkt unmittelbar nach dem Aufstehen mindestens mal 300 Milliliter. Jetzt mache ich es aber anders und ich werde euch ja auch erklären, warum ich es anders mache. Weil wir befinden uns ja nicht in der Diät. Das heißt, das Cardio, das ich machen möchte, dient primär eigentlich nur für meine, oder ja, dient meiner Herzgesundheit und nicht dem, dass ich irgendwie Unmengen an Fett verbrennen möchte oder meine Lipolyse extremst maximieren will. Deswegen gibt es bei mir jetzt aktuell, sonst habe ich es immer vorm Frühstück getrunken, wie ihr es wahrscheinlich sicherlich wisst, gibt es bei mir direkt morgens vorm Cardio noch eine Portion Focus Hero, ich fokussiere doch hier, Vita Fuse, Mango Maracuja und es schmeckt wirklich, wirklich, wirklich geil und eine Portion Shield. In Kombination habt ihr hier 10 Gramm Glutamin, ihr habt unnormal viel Akazienfaser. Das heißt, ihr bereitet einfach euren Magen super, super gut vor für das, was kommt. Und das ist eine Menge Kalorien, zumindest im Aufbau. Und dann kann es schon mal so ein bisschen, sag ich mal, Wirkung zeigen, während ich laufe. Beim Laufen hat man ja den Vorteil, dass sich auch der Magen bewegt etc. Also ziemlich, ziemlich gut. Kann ich jedem ans Herz legen, der irgendwie im Aufbau ist und tatsächlich einfach viel essen muss. VitaFuse ist sowieso, also für mich ist es mit eines der besten Produkte bei Bixxon. Man hat ein Multivitamin, Multimineral und natürlich noch die ganzen positiven Benefits für den Magen. Hier gibt es bei mir jetzt mein T4, brauche ich natürlich auch. T4, Telmisartan für die Gesundheit. Direkt aus der gefälschten MCM, aus dem gefälschten MCM, was ist das? Ich weiß es nicht, wie man das nennt. Haben mir meine Eltern auf jeden Fall mitgebracht. Genau, für die Gesundheit. So, und jetzt geht's auch schon an den Shake. Ich musste vorher noch abwaschen. Ich habe gestern noch zu meiner letzten Mahlzeit 100 Gramm Mastiff getrunken für die extra Kalorien. Größter Erfolg hier in der Wohnung. Der Kühlschrank mit Eisfunktion.
endlich Eiswürfel aus dem Kühlschrank. Steps sind durch, mein Unterrücken ist absolut aufgepumpt. Jetzt gibt's Frühstück und ich habe hier von Lidl, ihr kennt bestimmt von Smack diese wunderschönen Wasserkocher, wo Smack draufsteht oder Toaster. Bei Lidl gibt es das auch, nur mit 1973. Ich glaube, das ist das Geburtsjahr von Lidl, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Sieht super cool aus, schön, schön so, ja, oldschool. Und da dachte ich mir, why not? Besorge ich für die neue Bude. Und dann hat man sowas für einen günstigen Taler. Wasserkocher. Wird jetzt hier angemacht. Und ich mache so lange die Haferflocken. Okay, jetzt brauche ich eine Schüssel. Wunderschön. Und da packen wir jetzt 150 Gramm Haferflocken rein. Eigentlich muss ich 200 essen, aber ich zeige euch gleich, was ich noch zu den Haferflocken dazu ergänze, weil 200 Gramm Haferflocken am Stück ist schon echt gottlos. Deswegen packe ich da noch einen kleinen Shake dazu. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, ich packe einfach hier 50 Gramm Mastiff mit in den Shaker und trinke das nebenher. Super lecker. 150 Gramm Haferflocken haben wir jetzt hier. Ich packe auch direkt 2 Gramm Salz dazu. Zack. Hab hier diese praktischen 1 Gramm Salzpäckchen, die ihr von Amazon bekommen könnt. Metro, Selgos. Und es ist halt super, super entspannt, weil ihr immer euer Salz tracken könnt. Mülleimer muss zugehen. Hier ist übrigens extreme Mülltrennung angesagt. Ich habe 4 unterschiedliche Mülleimer. Mastiff 2.0 im Geschmack Schoko. Ist mega, mega lecker. Ist eine neue Formel mit Süßkartoffelpulver, Reismehl, Kokosnussmilchpulver. Dann sind da noch Enzyme mit drin. Ihr habt pro 100 Gramm 40 Gramm Carbs, beziehungsweise 39, 35,7 Gramm Eiweiß und 9,8 Gramm Fett. Und es sind halt wirklich Inhaltsstoffe, die absolut, also das ist der beste Mass Gainer oder Weight Gainer, den es auf dem Markt gibt. Jetzt packen wir hier Wasser über die Haferflocken. Löffel rein, damit auch das Wasser unten hinkommt. Manchmal bleiben die Haferflocken ganz unten unversehrt vom Wasser. Das lassen wir jetzt kurz ziehen. Und wie könnt ihr jetzt die Langlebigkeit von so einem Wasserkocher erhöhen, indem ihr einfach das Wasser ausschüttet? Das ist immer wichtig. Dann sammelt sich da kein Kalk an und der Wasserkocher bleibt oder wird nicht so eklig. Ihr kennt es ja wahrscheinlich von euren Wasserkochern, wenn ihr die einmal benutzt, das Wasser stehen lässt, immer wieder, dann habt ihr unten diese Kalkablagerung. Das sieht ultra eklig aus. Ist wahrscheinlich auch jetzt nicht so das Beste. Dementsprechend hier auch noch ein Haushaltstipp. Jetzt machen wir den Shaker einmal sauber. Ich nehme so ungefähr, hier ist die Skala, 300 ml Wasser für 50 Gramm Mastiff, dann ist die Konsistenz wirklich, wirklich angenehm. Man kann es super nebenher runtersippen. Und vom Geschmack her ist es auch perfekt. Und die Konsistenz, ja, die ist nicht zu fest, nicht zu dünn. Einfach perfekt. 52 Gramm. Ich mache immer ein bisschen mehr. Das ist so mein Tick aktuell in der Off-Season. Gerade so bei Pulverprodukten, weil vielleicht irgendwo was am Shaker kleben bleibt. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Masse. Und dementsprechend immer 1-2 Gramm mehr, auch bei Protein. Ich habe hier nicht mal ein Sieb drin, also die Löslichkeit ist auch mega gut. Könnt ihr auf big-zone.de bestellen. Und nochmal 10% sparen mit dem Code JAM10.
Ich habe es ja schon vorhin erwähnt, abends vorm Schlafen mit der letzten Mahlzeit gebe ich mir meistens noch 100 Gramm, einfach für die extra Kalorien. Kann ja nicht schaden. Und Enzyme sind mit drin, das heißt, eure Verdauung wird dadurch auch nicht zu doll belastet. Haferflocken haben sich von der Temperatur jetzt ein bisschen eingependelt, weil wenn es zu heiß ist und ihr dann hier das Battle Whey reinpackt, hier sind auch wieder Enzyme mit drin, gehen halt die Enzyme kaputt, beziehungsweise es ist zu heiß für die Enzyme, dadurch schmeckt das alles zu bitter oder wird dann bitter und das wollen wir natürlich nicht, deswegen lasse ich die immer so kurz abkühlen. Hier sind jetzt meine Subs drin für nach dem Frühstück. Joint Protect, Vitamin Inject, D3, Omega-3 und Natokinase. Jetzt kommen hier auf Beeren rein, TK-Beeren, 50 Gramm. Zack. Ach komm, wir machen die Packung leer, 77. Auf die Schüssel. So. Zack, dann habt ihr auch noch mal ein bisschen Abkühlung für die Haferflocken. Jetzt packen wir hier 40 Gramm Whey rein. Zack. Ich könnte auch theoretisch weniger, dadurch, dass ich den Mastiff trinke und der Mastiff ja noch ein paar Proteine hat, aber ja, wir sind Open Bodybuilder. Rühren wir auch wieder um. Dann wird auch jetzt durch das Whey wird die Konsistenz ein bisschen cremiger. Als nächstes Datteln. Das ist so ein Riesenpack, habe ich bei Rewe gefunden. 500 Gramm. Das hält halt auch mal ein bisschen länger. Und ich habe jetzt hier keine Schere, glaube ich. Ich habe keine Schere mehr. Es schmeckt auch besser, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Wäre ich jetzt richtig faul, hätte ich einfach diese Riesenstücke Datteln ins Porridge geworfen, aber es ist auch wichtig, dass das Essen gut schmeckt, dass man bei gefühlt jedem Biss so ein bisschen Datteln-Geschmack hat. Ich finde das einfach geil. Das ist so eine Süße, die ja, das Mehl einfach besser machen. Ein längerer Schmecker. So. Okay, da muss noch ein bisschen. Nee, 42 Gramm. Das passt für mich. So. Und zu guter Letzt kommt jetzt hier noch Mandelmus. Hat mir ein Athlet geschickt. Ist jetzt nicht von meinem Sponsor, von Big Zone, aber ist auch völlig egal. Unbezahlte Werbung. Dieses Mandelmus hier von Prozis ist echt krank lecker. Muss ich wirklich, wirklich sagen. Davon nehmen wir 50 Gramm. Also das ist schon, ihr seht schon, ich bin niemand, der so unnormal low-fat isst, weil einfach die Kalorienzufuhr bei 7000 Kalorien, ja, irgendwann bei, keine Ahnung, ich wäre dann bei 1,5 Kilo Carbs gefühlt oder so 1,3. Das ist mir zu viel vom Volumen, das kriege ich nicht runter aktuell. Deswegen lieber ein bisschen mehr Fett. Und ganz ehrlich, es macht keinen Unterschied. Okay, Frühstück ist ready. Wird gegessen. Aktuell Wettkampfsaison meiner Athleten. Das heißt, ich habe jetzt am Wochenende zwei Athleten, die in Berlin starten. Eine Bikini-Athletin und einen Classic-Physik-Athleten. Peak-Week-Pläne sind schon geschrieben. Beziehungsweise morgen geht es bei meinem Classic-Physik-Jungen los. Mit dem Laden Bikini-Athletin wird ab heute geladen, weil sie wirklich unnormal hart ist. Ich lasse mir das jetzt schmecken und dann sehen wir uns angekommen bei Tobi im Gym. Zusammen mit Anadi werden wir jetzt Pull trainieren, Nautilus Lat Pulldown und Stiff Leg Deadlift. Ich habe noch sowas von Muskelkater im Beinmietes vom Beintraining. Tobi, wie geht's dir? Ah, ich muss dir das Mikro geben. So, mir geht's gut. Erstmal hallo und willkommen. Ja, mir geht's gut, aber ich muss sagen, ich merke meinen Beinburger halt auch noch extrem. Ja. Aber
das, ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich habe das immer bei Jordan Peters gesehen. Da wurde mal gefragt, ob er Muskelkater hat. Und da sagt er ist immer im Arsch. Und das ist, es ist halt wirklich irgendwann so, ne? Ja. Dann denkst du so, oh, Beine sind im Arsch. Dann gehst du ins Rückentraining, ist der Rücken im Arsch. Und irgendwas ist halt immer dicht. Ja. Außer Brust, das merke ich jetzt nicht so. Nee, Brust, ja doch, ich schon. Ja? Ja, ich schon. Ich krieg nicht so richtig Muskelkater da rein. Ja, du hast auch eine Riesenbrust. Ich schon. Du hast einen Riesenbein. Ja, das stimmt. So, willst du auch noch was sagen? Wir holzen heute, wir geben Gas. Okay, let's go. Komm mal. Nix, komm, yes. Okay, zweite Übung, Stiff Leg Deadlift. Wir haben jetzt 210 Kilo auf der Stange. Bin gespannt, das sind Stahlscheiben. Ich trainiere eigentlich immer mit Gummischeiben, die fühlen sich ein bisschen anders an, aber ich gebe mein Bestes. Was ist dein Max hier? Ich habe ewig nicht mehr 210 gehoben. Letztes Mal war 8 mal 205. Heute machen wir einen Sprung um 5 Kilo. 8 mal 205? 8 mal 25. Okay. Die liefen gut. Machen wir heute 8 mal 210. Eigentlich wollte ich 275 machen, aber wenn man zu 2 trainiert, ja, dann macht man halt mal ein bisschen mehr. Okay, 8 mal 210. Komm, Justin! Arbeiten, arbeiten, arbeiten! Zieh weiter, komm! Zieh! Sehr schön! Wie gut war's? Warte! Ich hab 10 gezählt, aber ich bin 10 gemufft. Ich hab gar nicht kommen mit 10. Oh, ich hab nur Fenken gehabt. Fuck, oh. 10 Stücke. Oh, okay. Oh mein Gott, war das rein. Aber jetzt ist der Unterrücken dicht. Weil die letzte war nicht mehr schön. Angekommen in den heiligen Hallen des Invictus Gyms. Hier Cardio-Geräte, alles von Matrix. Ein Traum, Freunde. Ich sag's euch. Podcast-Raum auch am Start. Hier wird auf jeden Fall eine Menge geiler Content abgedreht, Freunde. Freunde, gestern ging gar nichts mehr nach dem Aushelfen im Invictus Gym. Wir waren sowas von im Arsch, Anadi und ich. Wir haben uns daheim nur noch an den Esstisch gesetzt und haben über Dinge gedacht, die irgendwie komplett verrückt waren. Also unser zentrales Nervensystem war komplett im Eimer. Dementsprechend haben wir auch nichts mehr gefilmt. Jetzt geht's einmal zu einem Friseur. Ich habe eine Fragerunde auf Instagram gestartet, ob es irgendwelche guten Friseure hier in Bergedorf und Umgebung gibt. Und ja, die einzigen Antworten waren, vergiss es. Ich war schon bei 25 Stück, die sind alle scheiße. Oder vergiss es, hier gibt es keine guten. Dementsprechend haben wir uns jetzt für Goldene Schere entschieden. Das ist auch in der Nähe vom Invictus Gym. Werden da mal einen Besuch abstatten, gucken, wie wir danach aussehen. Ich hoffe nicht komplett wie Müll. Ansonsten, ja, in Berlin gibt es noch einen guten. Berlin sind aber über 2 Stunden Fahrt. Das ist natürlich jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Option, die ich gerne nutzen würde. Ja, ansonsten heute auf jeden Fall trainingsfrei. Ups, wir gehen später noch ins Bauhaus. Da werden wir euch auch mitnehmen. Vielleicht gibt es da eine witzige Szene. Das denke ich immer, wenn man irgendwo einkaufen ist. Und den Rest des Tages wird gearbeitet und gegessen. Ja, wir gehen jetzt mal dahin, gucken, wie die schneiden und danach seht ihr ja, ob wir gut aussehen oder eben nicht. Mr. Edgar, was machen wir? Heute machen wir einen Curly Edgar. Schnitt ist okay, 30 Euro gezahlt, beziehungsweise 28, ist auch ein völlig normaler Preis. Bart ist gut gemacht. Ich bin zufrieden, bist du zufrieden? Ja, kann man machen. Kann man machen. Wird jetzt auf jeden Fall vorerst mein Stammbarbier hier in Bergedorf, Goldene Schere. Checkt die Jungs. Also war wirklich in Ordnung. Man, vor allem, wir sind reingekommen, waren direkt dran. Das ist immer besonders cool. Da sind auch, glaube ich, 7 oder 8 Friseure, die das machen. Dementsprechend sehr entspannt. Jetzt geht's nach Hause. Nächste Mahlzeit steht an. Es ist schon 15 Uhr. Jetzt kommt gerade mal die zweite Mahlzeit rein. Das wird heute wieder sehr sportlich. Vielleicht gibt es abends eine Smiley's Pizza. Mal gucken.
aber jedes Mal, wenn wir das sagen, gibt es keine. Es gehen alle rein. Und ja, dann geht es erstmal noch ins Bauhaus. Yes, ich bin auf jeden Fall happy, weil ich, also in Heide, wo wir vorher gelebt haben, gab es genau einen einzigen Friseur und der hat immer verkackt. Der hat mir hier immer unten meinen Bart, diese Dinger, hat er mir hier bis nach unten runterrasiert. Das war der vierte heute, gell? Ja. Also, vierter Krankenwagen, viertes Blaulicht. Gestern mitten in der Nacht war auch einfach Blaulicht vor unserem Haus. Ganz komisch, auf jeden Fall zum Thema Barbier. Der hat mir hier mal alles runterrasiert, dann sah ich aus wie Kevin Kurani. Der war tatsächlich nicht gut, dein Heide. Dementsprechend bin ich wirklich zufrieden und happy, dass der jetzt was drauf hat. Aber ich denke an den Labella in Berlin und auch an meinen Stammbarbier bei mir unten in Stuttgart. Kommt niemand so schnell ran. Aber es reicht. Ich sehe gut aus. Ich fühle mich gut. Und das war das Wichtigste. Wir haben zwei Spiegel. Runde Spiegel mit Beleuchtung, damit man die Pickel extra gut sieht. Bartmöbel gibt es hier tatsächlich nur hässliche. Aber zumindest haben wir mal zwei Spiegel für die Bäder. Und die Farbe, um das Wohn- und Schlafzimmer zu streichen, das ist ziemlich, ziemlich gut. Das ganze Equipment haben wir auch am Start. Ich wusste nicht, dass Mal-Equipment so fucking teuer ist. Und Farbe vor allem. Also so ein Umzug, Leute, kostet auf jeden Fall eine Menge, Menge Geld. In diesem Sinne könnt ihr mich sehr gerne unterstützen, indem ihr meinen Code JAM10 bei Bigzone nutzt, um mich zu supporten, damit der Weg zur Profi-Parte auf jeden Fall ja, ein bisschen leichter vonstatten geht. Jetzt geht's zur Kasse, aber bezahlen. Und dann sind wir auch schon durch, Freunde. Ich beende hiermit auch den Vlog. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Noch ein paar letzte Worte. Eigentlich gute Zeit hier bei Justin. Solider Mann. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Für mehr Content. Hochwertigen, gut qualitativen Content. Qualitativ. Mhm.